Und hier sind wir auch wieder bei Let's Play Tomb Raider 1. Heute am 13. März 2011. Ich begrüße übrigens heute auch die Leute aus der Zukunft, die sich irgendwann die YouTube-Server auch krallen werden und dann sich die Videos angucken, besonders mein Let's Play zu Tomb Raider 1 und denken, oh Mann, hat das eine Grafik? Und die müsste ich heute auch begrüßen. Die sind nämlich heute mit dabei. Und hier übrigens noch ein Gruß an 2488. Das ist nämlich die Zeit, wo dieses Video dann gesehen wird. Ich habe immer noch keinen Plan, was ich machen soll. Nicht so wie die anderen Videos, wo ich das dann quasi direkt wusste. Da möchte ich übrigens auch noch hinzu erwähnen. Oder ne, warte mal eben. Ich hab eine Idee. Ja. Nein, so ist es schon mal nicht. Sehr gut. Ja, ihr habt's vielleicht irgendwie mitbekommen, dass ich irgendwie in den letzten Parts oder jedes Mal, wenn ich angefangen habe, direkt bei einem Rätsel und ich habe sofort gewusst, was ich machen musste. Dem ist heute nicht so. Ich habe nämlich immer noch einen Blind Part vor. Ja, bei den anderen Malen habe ich einfach nur eine Intuition gehabt, so von wegen, das könnte so und so funktionieren, eventuell klappt's ja. Und ich glaube, hierzu brauche ich eine bestimmte Kombination, die ich noch nicht weiß. Vielleicht ist deswegen ja hier das Tür und Tor offen. Schauen wir uns doch mal gepflegt um. Nein, diese Tür kann ich immer noch nicht öffnen. Sehr gut. Oder sehr ungut. An und für sich müsste ja, da es fünf Türen sind, müsste doch an und für sich jede Tür geöffnet werden können, so. Oder habe ich jetzt schon was mit der Knick in der Optik? Naja, wollen wir mal woanders fortführen. Dum 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 dum. Gehen wir zu Midas. Midas macht mich froh. Kann man nicht irgendwie Affen? Nein, das kann. Gut, ich habe jetzt ein bisschen Energie verloren. Aber ich glaube nicht so tragisch viel. Von daher kann ich es, glaube ich, noch verkraften. Nein, ich werde daran sterben. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Okay. Ah, ich kann das auch so machen. Okay.
Okay. Sehr schön. Vielleicht komme ich da irgendwie da hoch. Nein. Nein, das wird mir nicht gegönnt. Gab's da drin, also hier hinten, nicht noch irgendwie ein Gegner oder so? Wusste es doch. Denn hier gibt es auch noch wunderschöne Munition. Das weiß ich auch noch. Ja, morgen fängt übrigens auch die Vorlesung wieder an für mich. Das heißt, ich kann nicht mehr so viel aufnehmen. Ach, was soll's. Ich habe so viele Parts auf Lager, da kann ich es mir, glaube ich, auch noch erlauben. Ist mein Mikrofon überhaupt an? Ja, es funktioniert der Sound überhaupt? Das kann ich auch mal nachgucken. Jetzt wird es wieder etwas dunkler. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt nichts an. Ist bei Fraps das überhaupt an? Ja. Wisst ihr was? Ich gucke jetzt mal nach, ob es funktioniert. Bis gleich. Ja, es funktioniert. Ach ja. Also ich möchte hier nämlich nicht irgendwie was von wegen, er hat nicht die Aufnahme richtig gemacht. Action, Fail, Extremus. Ich sehe auf jeden Fall dort ein kleines Medipack. Das ist gut. Und ich höre es brennen. Naja, egal. Lara mag ja sowieso die Hölle ganz gern. Habe ich mir sagen lassen, übrigens. Also nicht, dass jetzt irgendjemand hier kommt, so von wegen, oh, Lara mag doch gar nicht die Hölle. Was sagst du da schon wieder? Oh. Wie komme ich da oben hin? Say to me. Da oben ist ein Gorilla. Okay, vormerken, dort Gorilla sein. Gorilla, uk uk. Ich glaube, das habe ich schon das letzte Mal probiert, aber... Das will irgendwie nicht so klappen, wie ich es denken will. Nö, das will nicht. Dann gibt es hier wohl nichts weiter. Na super. Man muss es ja irgendwie da an der einen Stelle weiterkommen. Hilfe, ich weiß nicht weiter. Wo ist das nächste Secret? Es ist meistens so, dass ich immer ein Secret finde, wenn ich nicht weiter weiß. Und ich weiß jetzt nicht weiter. Naja, zumindest habe ich ein kleines Medipack gefunden. Das ist auch was. Okay, bei der Tür ist schon mal das erste abgebrochen. Die haben auch alle ein anderes Zeichen.
Halt, wartet mal. Lasst mich mal überlegen. Wenn das hier die gesamten Dings sind, das heißt, dass man müsste höchstwahrscheinlich einen runterdrücken und vier nach oben. Oder vier nach unten und einen nach oben. Das eine ist auf jeden Fall das Epsilon und das andere ist das Omega-Zeichen. Das Zeichen für Omega als auch für Dings. Latrix strengt sein Gehirn an. Und es kommt nichts raus. Super. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Also Anne für sich müsste ja bei dieser Kombination die eine Tür sicher doch öffnen, oder? Tatsache, sie hat sich geöffnet. Sie hat sich geöffnet. Ich habe das Rätsel gefunden. Ja, ich habe das Rätsel gefunden. Super. Nein, ich habe die Lösung des Rätsels gefunden. Und jetzt machen wir einen auf Final Fantasy. La 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 la. Oh ja. Sind da Ratten? Na super. Das sind Ratten. Oh mein Gott, sind das so dicke, fette Ratten.